Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit dem Spielekaiser. Und in der letzten Folge haben wir hier den Turm zum Einsturz gebracht, den haben wir komplett getackert. Mit dem Ergebnis, dass ich 714 Scrap Iron in der Tasche habe. Ja, 509, also das war mal gut. 1200 Abyss, ja. Und wir haben gerade entdeckt, nebendran ein Feld. Kartoffeln. Die können wir auch direkt ernten und wieder neu sehen, ne? Screenshot, ja. Bevor sie geerntet werden. So, das sieht aus, als würdest du aufs Feld machen hier. Als würde ich es aufs Feld machen. Ich mach's ja, nicht auf dem Feld. Ja, so würdest du das Feld gerade düngen? Ach ja. Kartoffelpflanzen, da Silber. Der sparscht. Dann haben wir ja... Kein Platz mehr in der Tasche gerade. Dann ernte ich gerade ab. Da läuft ein Hase. Was meinst du denn, was so ein dicker Turm hier bringt? Ich weiß gar nicht, ob der komplett aus Eisen ist. Wir könnten es mal probieren. Als wäre zumindest eine Aufgabe. 1000. Ein so ein Ding, danke. Ah, das klappt ein bisschen länger. Wobei die anderen 300, ne? Also wenn du das geschickt. Das ist aber interessant. Hier drin ist keine Leiter an dem. Da oben könnte guter Loot sein. So, ich habe 59 Kartoffeln. Das heißt, wir haben Baked Potatoes. Perfekt. Ne, wie heißt die? Bacon Potatoes? Baked Potatoes. Baked Potatoes, glaube ich, ja. Da haben wir auf jeden Fall ein bitte was. Was zum Futtern. So, 820 Scrap. So, ich teste mal eben, ob das jetzt hält, wenn ich den Block wegnehme. Hält, wunderbar. Super. So. Hüpf. Wo bist du denn hin? Ich gehe zur Base, ich muss Taschen leer machen. Ja, komme ich auch mit. Wir müssen dann später mal sortieren, wenn wir anständige Kisten haben. Ja. Jetzt erstmal reinmüllen, ist glaube ich bei 2 nicht so schlimm. Kann ja auch sortieren, oder? Geht das, kann man bei den Kisten noch auch, oder? Und wenn du draufklickst, ja. Hä? Wo machst du hin? Hier, ich dachte hier in den Innenraum. Was denn? Taschen leer machen. Achso, und ich mache erstmal die Forge an. Eine Eisenschaufel, sollte ich damit mal Dings holen? Was denn? Achso, Scrap Iron in die Dings rein, in die... Kannst du mir mal hinlegen, ja. Ich habe ein bisschen Eisen. Willst du es einschmelzen? Wäre ganz gut, also ein bisschen zumindest, ja. Ich schmelze ja, auf die alte. Ist ja egal. Können wir ja komplett machen. Den Beaker mache ich mal. Haben wir schon ein Feuer hier? Nee, noch nicht. Habe ich in der Tasche. Warte. Ich. Wo willst du setzen? Auch drüben oder hier in den Raum? Hier kannst du auch reinsetzen, oder? Lass uns doch hier mit dem Wrench. Oder wir setzen in die Ecke hier. In die Ecke, da passiert nicht viel. Ja. Zack. Warte mal, lass. Nee, ich dachte eigentlich die. Nee, ist egal. Ich dachte eigentlich die Dings weg hier unten den. Den komischen Kasten. Den Kasten in der Ecke wegwrenchen, damit wir praktisch so ein Sicherheits... Weißt du? Das ist egal. Ach, passt. Okay. Warte mal, Grill rein und so. So. Wir können kochen. Baked Potatoes. Können wir machen. Soll ich mal durchlaufen lassen? Nicht alle. Warum? Hast du noch ein paar übrig? Wegen Samen? Ja. Super. Wie viele Samen brauchen wir denn? Das Feld war 8x5 oder so, glaube ich. Könnten wir schon einige gebrauchen. Potato Seeds... Kann ich nicht machen, also werde ich wahrscheinlich... Da ist ein Nest. Also, was? 8x8 war das, oder was? Ungefähr, ja. Würde ich jetzt mal so tippen. Kriegen wir nur einen pro Kartoffel? Fuck. Gute Frage. Warte mal, ich crafte jetzt mal 15 Stück durch. Gucken, was da rumkommt. Ne? Ja. Potato sieht wirklich nur... Einen pro Kartoffel. Das ist ja, da kannst ja nie mehr werden. Und da sammelst du 2 pro Pflanze. Testen wir gleich mal. Nee, Moment. Ich habe wieder nur... Achso, das von oben genommen, okay. Also pass auf, ich brate jetzt einfach mal hier... ich brate 29 durch, würde ich sagen. So. Und dann Baked Potato. Oh, Bottled Water kann ich erstmal. Potato, Tomato. So. Und dann machen wir hier 29. Guck. Komm, Schaufel, geh weg. Und die restlichen wandle ich nochmal in Samen und pflanze die direkt wieder in dieses Feld rein, oder? Ja, zum Besten. Warte, ich hab eine Ho. Hatte eine Ho. War das nicht gehoed? Hab eine Ho. Wo ist meine Ho? War das nicht gehoed? Ich weiß nicht, ob das einfach nur Erde ist. Deswegen würde ich das gerne mal testen vorher.
Forged Iron. Da ist die Hope. Pack ich mal alles in die Forge rein hier drüben, ne? Ja. Wenn Platz ist, ansonsten machen wir nur eine Kiste daneben. Du hast eine Schaufel reingelegt? Ja. Wieso? Weil ich 150er machen kann. Das ist besser. Ach so, ups. Okay. Gut, dann Iron ist jetzt Arrows. Kein Platz drin. Ah, ich mache eben eine Kiste. Ach so, und ich haben wir einen Wrench oder einen Hammer oder sowas, dass ich immer den Scheiß aufwerten kann? Beides sogar, ja. Warte mal, Hammer. Dann kann ich nämlich mal hier runter rumgehen und den Hochlaufschutz schon mal. Kistchen. Muss auch in die Ecken noch was reinsetzen. Brauchst du Frame? Oh shit! Und da gibt's auch Ecken, glaube ich, ne? Fuck. Nein. Ja, muss ja sein. Weil die Quote war im Keller. Die Quote war, ja. Ich probiere jetzt nochmal Frame. Gibt es da nicht auch irgendwas mit der Ecke? Woodframe. Das ist das Dreieck. Gibt es hier nicht auch Frame Ram Corner Filler? Wood Frame Ramp Corner Filler. Hört sich gut an. Mal gucken, wie das Ding aussieht. Ah, wo ging's rein? Hier irgendwo. So, ich teste einmal, ob man beim Feld irgendwie pflügen kann. Nee, das ist eine Ramp. Das ist nicht dieses, wie heißt die andere? Arc. Woodframe Inside Corner Button. Woodframe Wedge Inside Corner. Woodframe Wedge Full Corner. Woodframe Wedge. Die geschwungenen gibt es anscheinend nicht. Da mache ich jetzt, wir brauchen viermal. Da mache ich jetzt die Standard. Diese Standarddreiecke, die in die Ecke passen, weißt du? Ja, das sollte passen. Das ist doch. Ich weiß jetzt gerade nicht. Es war ja früher so, dass man immer so eine Reihe Abstand brauchte, wenn man hier gepflügt hat. Ob das immer noch ist? Dazwischen geht's nämlich auch. Was ist denn los? Ach, dir duscht. Ich hab Dorscht. Dorscht. Können wir ein bisschen Sand aus der Wüste holen und mal ein paar Gläser machen. Man kann das ganze Ding pflügen hier. Okay, das also du hast das Feld gepflügt jetzt? Ich bin dabei gerade, ja. Okay. Also wenn du Kartoffeln hast, kannst du gerne rumkommen. Ja, ich setze nur kurz Pflanzen. Die Ecken rein, dass ich sie später aufwerten kann. Ich muss auch meinen Beinbruch mal heilen. Ups, sonst komme ich mal eben zurück und dann teste ich mal auf gepflügt und nicht gepflügt, wie denn da die Ergebnisse sind. Ja, ich meine, das bei 7 Days to Die. Okay. So, ich muss mir mal einen Sprint machen, oder haben wir noch einen da? Vielleicht sogar ein Einstecken? Ich habe sogar zwei Einstecken. Das ist doch kein Thema. Läuft. So, das Feld war ja hier in diese Richtung, ne? Genau, hier ist ein Loch im Zaun. Hier kannst du durch. Okay. Dann setze ich da nämlich die Kartoffelsamen rein. Ach, da außen ist eine Leiter. Oh, wie doof. Ja, lass uns das trotzdem mal mit dem Turm probieren. Ich meine, wir brauchen jetzt auch insgesamt... Ich habe Durst. Habe ich schon erwähnt, dass ich Durst habe? Brauchst du? Ja, bitte. Warte, ich mir hier noch Drink. So. Also hier ist gepflügt, wo ich draufstehe. Okay, warte. Und hier nicht, deswegen ganz cool, wenn wir hier mal einen hinsetzen. Also hier das Dunklere ist gepflügt. Ja. Dann mach ich... Hey, ist gleich, Lady. Ist gleich gedüngt. Okay, dann mache ich jetzt mal eine Reihe und zwar hinter den Woodframes oder was setzen? Ja, ich habe die einfach nur so zum Visuellen gemacht, damit man weiß, wo die. Genau. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sind das übrigens pro Reihe. 12, cool. Und noch eine ungedüngt, ja? 1, 2, 3. Ja, eine Pflanze reicht eigentlich oder ein paar. Ist eigentlich egal. Kriegen wir 1 zu 1 sowieso wieder raus. So, dann setze ich den Rest, den ich noch habe, setze ich jetzt hier. Recipes, Seeds. So. Golden Rod kriegt man auch nur einen Samen raus. Bin ich mal gespannt, ich setze den mal hier hin. Was ist denn das? Aha, okay. Und ein bisschen rote Blümchen.
Wenn wir jetzt einen Turm einschlagen, das dauert lange wahrscheinlich. Das dauert lange. Also sollten wir lieber hier... Drei Nester auf einmal. What? Ja, mit jeweils 20 Federn drin. Sehr gut. Ich guck mal immer, ob wir irgendwie Mais hatten oder sowas. In der alten Base. Damit wir alles anpflanzen können, was wir haben. Was denn anpflanzen? Mais zum Beispiel. Können wir schon fast Meat Stew machen. Das ist gut. Haben wir nicht noch Ressourcensteine da drüben? Da, 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 da. Aber das Feld in der Nähe haben ist ja echt, ist ja sehr... Super. Du sagst, du kannst bessere Schaufeln machen, ne? Mhm. Das heißt, du kannst auch bessere Pickaxe machen. Ja. Vorschlag müsste gleich durch sein oben, dann mache ich einen Satz. Ja, das wäre super. Dann bringe ich nämlich gleich den, was ich hier an Dingen aus den Ressourcensteinen rausschlage. Aloe Vera, Blueberry, Mushrooms. Und Level 13. Nix. Hey, ich komme mal zu dir, ich bring mal den Stuff mit. Ich bin in der alten Base gerade und hol mal hier die Samen, aber ich komme jetzt auch zurück. Hey, die neue Base ist einfach... Ich meine, die alte Base fand ich von der Location besser. Das finde ich jetzt hier irgendwie praktischer alles. Du hast alles auf einem Punkt. Ja, definitiv. Du kannst besser absichern. So, die Dings wollten wir absichern, genau. Dann, Ramp, irgendwas. Oh, ist noch ein Hammer. Super. Railing. Frame. Mit, den nicht. Klick hier, klick da. Motor. Mechanical Parts, Electrical Parts. Die würde ich gerne mal mitnehmen. Machen wir so. Gut. So, ich mache uns jetzt mal einen schönen Aufgang hier zu der... Ach, bessere Messer wollte ich noch mal, siehst du? Was ich noch alles machen wollte. Ja, will so viel tun, hat so wenig Zeit. Was hier an Autos ist, ist echt unglaublich. Kannst du eine ganze Aufnahmesession nur mit Autos zerlegen verbringen. Ein Geier? Ich glaub's nicht. Man fällt. Ey. So, eine Klappe brauchen wir nicht dazwischen, ne? Wo denn? Zwischen der Rampe in die Base rein. Achso, ne. Das ist ja Schmarrn. Ich hab die auch gleich mit Eisen aufgewertet. Super. Die Rampe, dass sie nicht so schnell... Zack, und da liegt er. Verpeist er geht so. Jetzt werde ich den Rahmen erstmal fertig machen, dann wird er das endlich mal abschließen. Ist er? Yay! So, hallo, jetzt. Ah, gibt's doch nicht. So. Dann halt mit dem Hammer. Was liegt denn da? Rotting Flash. Soll ich gleich auf den Rundgang auf Stufe 2? Ist eigentlich unnötig, gell? Weil sie schlagen eh nicht gegen. Sie können nur nicht hochkrabbeln. Was meinst du, Rundgang Stufe 2? Diesen Rahmen um das Haus, dass die Spider-Zombies nicht reinkommen. Ach so, auf Stufe 2 aufwerten. Die fallen ja direkt wieder runter. Ja, die rutschen ja nur ab und dann... Jetzt ist er weg. Ach, leck mich doch. Upsi. So, Pilze, Blueberries. Ich pflanze mal alles an, was wir haben. Gibt's da noch Yucca-Samen? Das weiß ich gerade gar nicht. Sollte es, oder? Oder meinst du grundlegend, ob es sie noch gibt oder was? Ja, ob man die herstellen kann. Das wäre natürlich super. Dann können wir hier auch schön Yucca anbauen. Was denn anbauen? Okay, jetzt wird's langsam durch. Yucca, Yucca, Yucca. Schade, dass es diese gecurveden Dinger nicht als Kurven, also weißt du, so. Dass es die nicht als Ecken gibt. Ecke. Als Corner, also diese. Wow. Halt. Was ist das hier? Stahl? Oder ist das Scrap? Die Rampe, was hast du denn da gemacht? Das zweimal Scrap. Cool. Wie, kein Holz mehr? Was? Ich hab kein Holz mehr. Okay, warte mal. Geht fix. Ja. Hallo? Ja. Okay, ich brauche Holz.
Ja, und Eisen brauchen wir auch wieder. Ich habe 142 Holz noch hier, wenn du brauchst. Ich bin an der Forge. Ja, warte, ich komme. Das hole. Fast mal gebrochene Bein nochmal abgestürzt. Und Eisen brauchen wir. Du hast Ashley Dosh oder so, ja? Ganz dringend Eisen brauchen wir. So, alles Holz, bitteschön. Ja, warte mal, ich kann. Welches Werkzeug brauchst du am nächsten? Nee, das war alles. Eine Eisenaxt wär super, weil damit können wir die Bäume besser wegtackern. Horde! Wo? Da! Wo? Richtung Nordwesten. Ist das perfekt? Hallo, Freunde. Super Cliffhanger, oder? Ein super Cliffhanger? War das schon fies. Nee, oh, nein! Nichts passiert. Alles okay. Ja, dann hast den Kaiser. Ich bin gefangen. Genau. Hate me. Weil er gönnt euch jetzt nicht diese kleine Hordenschlacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habe ich gesagt? Habe ich gesagt? Die kommen rein, Okay. Die kommen rein. Wir sehen uns morgen wieder. Bis in diesen Folge. Macht's gut. Tschüss.